Wir sind in der Abschlussmission der Kampagne Georgien Hammer für die A1010C. Leider eine für mich sehr enttäuschende Mission. Die Abschlussmission ist eine Mission, in der wir eine Brücke zerstören sollen. Und das auch noch in der Nacht. Also man sieht quasi nichts außer ja, Dunkelheit wieder. In der Missionsbeschreibung wird nochmal darauf hingewiesen, dass da andere Brücken in der Nähe sind, wir also aufpassen müssen. Ansonsten springen wir mal wie immer kurz in den Missionsplaner und schauen uns das mal an. Ja, wir sehen, dass da ein paar Gegner auf dem Weg sind. Die werde ich durch unsere Unterstützungstruppen bekämpfen lassen. Ansonsten fliege ich in der Mission direkt auf die Brücken zu. Hier sieht man dann auch die erwähnten gegenüberliegenden Brücken. Ja, und so stürzen wir uns mal ins Gefecht. Hog 1-1, Dark Star, Bra 296, 470, at 18,000 hot. So wie ihr seht, wir sehen nicht viel. Darum wäre ich auch jetzt direkt bis zu dem Abflug springen und dann auch gleich sofort quasi bis zum Bombenabwurf. Macht keinen Sinn in der Dunkelheit. Wie gesagt, gibt es den Schnitt bis fast an die Brücke dran. Die einzige Schwierigkeit hier war, dass man die nicht direkt sieht, weil da der Berg davor ist. Man muss also ziemlich nah dran sein. Warning, autopilot. So, die Bombe ist raus. Wir haben jetzt 27 Sekunden Fallzeit. Mission success. All primary enemy forces have been destroyed. You may continue to engage targets of opportunity or RTB. So, ich mache hier quasi gar nichts Besonderes. Ich fliege einfach zurück, beende die Mission und damit ist gut.
Und damit wäre die Kampagne dann auch abgeschlossen. Alles in allem war das mal eine Kampagne ohne große Story, ohne irgendwelche Synchronsprecher, ohne Riesentexte, die man sich da erstmal durchlesen muss. Einfach eine tolle Hintereinanderreihung von Missionen, um ein Gebiet X einzunehmen. Gut gemacht. Man hätte noch viel mehr draus machen können, wenn man mit JTAG fliegen möchte. Also die Anweisungen davon kann man alles noch viel ernster machen. Enttäuschend war jetzt wirklich die Abschlussmission. Also so eine Brückenmission und dann auch in der Nacht als Abschlussmission. Ja, ich stelle mir da immer als eine finale Mission was anderes vor. Und wenigstens dort hätte man am Ende irgendwie eine kleine Abschlusslandung, dass man das Gebiet eingenommen hat oder so machen können. Ansonsten, wie gesagt, tolle Kampagne. Kann man nachfliegen, viel Spaß dabei. Kann man sogar zweimal fliegen. Es gibt unterschiedliche Auswahlmissionen. Und damit für mich toll. Ich hoffe, wir sehen uns dann in weiteren Kampagnen für die AT&C. Bis dahin, ciao, ciao.